Wenn ihr ein Whisky-Gutschen hören? Also, es freut euch. Das wegen mein Essen nochmal. Wegen der Sortenvielfalt. Ja, man hört dich. Wegen der Sortenvielfalt, Patrick. Bleibst du noch einmal beim Whisky-Gutschen oder nein, machst du etwas anderes? Also, es ist ein ähnliches Rezept, aber ein anderer Teig. Ja, ich möchte euer Rezept vorlesen, das sich bezieht auf Alpenbitter Biberfladen. Also, machen Sie zuerst einmal den Alpenbitter auf und prüfen Sie ihn auf seine Qualität, indem Sie daran schmecken. Nehmen Sie dann eine grosse Rührschüssel. Probieren Sie nochmal ganz schnell den Alpenbitter. Um sicher zu sein, dass es sich um die beste Qualität handelt, füllen Sie eine Teesasse bis an den Rand und trinken Sie aus. Schmeißen Sie anschließend den elektrischen Mixer an, schlagen Sie eine Tasse voll Butter in die Schüssel schaumig, tun Sie 4 Esslöffel Honig dazu und schlagen Sie weiter. Tun Sie jetzt schnell überprüfen, ob die Flasche Suppe. Ob die Flasche. Tun Sie schnell überprüfen, ob die Flasche Suppe. Super Appenzeller Alpenbitter immer noch da ist. Ja, das können Sie ja inzwischen jemanden geklaut haben. Und wenn Sie die Puddel sehen, da stehen, trauen Sie dieser Sache nicht. Was ist mit dem Inhalt? Testen Sie den Alpenbitter ruhig nochmal mit einer weiteren Tasse 6. Weiteren Tasse nix. Stellen Sie den Mixer ab, schmeißen Sie das Päckchen Vanillepulver und 3 Eier in die Rührschüssel, rein und schmeißen Sie die Tasse mit den geschiebelten Mandeln hinein drin. Mixen Sie den Schalter wieder an. Falls die saudi-arabischen Mandeln zu klebrig geworden sind, lösen Sie mit einem Traubenschlitzer. Was? Es hat ja gar keine Trauben in dem Rezept. Mit einem Schraubenzieher. Weißt du, was das Lachen gibt? Es ist ja nur ein Rezept. Schalten Sie den Wichser wieder ab. Schauen Sie schnell, ob der Rappenzeller kalt und bitter. Was kalt und bitter? Der Appenzeller Alpenbitter, ob der die richtige Farbe hat. Korrekterweise. Sollte ein guter Appenzeller Alpenbitter aus Dunkelgold gel sein. Wie ein bald blühter Honig. Das weiß ich doch nicht, wie bald der Honig blüht. Dunkelgold gel wie ein bald blühter Honig. Das ist vom Seichen nass. Was? Das kann es sein. Vom Eichenfass. Gut, das hätten wir. Druck zu der Biber. Als nächstes sieben Sie 2 Tassen Salz, also sonst etwas Ähnliches, Waschpulver oder Katzensand. Spiel kein Ruggel, spülen Sie mit Alpenbitter. Jetzt hacken Sie sorgfältig den Zitronensaft zusammenand und pressen Sie die Mandeln aus. Geben Sie 2 Liter Riesenussöl dazu, rühren Sie mit dem Zeigefinger kräftig durch und geben Sie der Katz. Ja, das gehört natürlich nicht in die Biberflatte rein. Aber Katz schon, Katz muss rein. Katz! Muss Katz rein. Katz, offenbar muss da Katz rein, die Biberl. Ja, staunen Sie jetzt. Aber das ist ja schwarz auf weiß, muss Katz hineingeben. Muss Katz hineingeben. Entschuldigung, muss Katz hineingeben. Das ist jetzt natürlich peinlich. Peinlicher Schlumpf. Lapsus. Aber falls Sie es tatsächlich glaubt haben,
Sie müssen ihre herzigen 5 Tibeter. Ja, 5 Tibeter. 5 Tibeter, bisschen. In den Biberli-Tag reinknetten, dann sind sie wahrscheinlich Sternhagel besoffen. Ja, jetzt bin ich aber grausam ins Gjett rausgekommen. Bis ich da wieder rausgekommen. Also nochmal von vorne, Mehl, Löffel, Zucker, all der Scheiß hat es halt in dem Teig drin. Ich habe es begriffen, dann noch mal. Jetzt füllen sie den Ofen mit Fett und dann dreht sie um 180 Grad. Was ist so, wo sind die? Wieso sind die nur noch so wenig? Ah! Ah, da sind wir ja wieder. Warum sitzen die jetzt auf der anderen Seite? Dann schmeißen sie jetzt den Schlüssel aus dem Fenster. Ah, nein, die Schlüssel aus dem Fenster. Vergessen Sie die Bibel und gehen Sie schnell in die Pfanne backen. Merci. Patrick Frey!